Jeder Mensch, also auch Mensch mit Behinderung, soll frei wählen können, wo und mit wem er wohnt. Und wenn Sie Menschen mit Behinderung fragen, oder auch Seniorinnen und Senioren, die entscheiden sich in einer ganz großen Mehrheit dafür, in der eigenen Wohnung zu leben, so lange wie irgend möglich. Und da stellt sich die Frage, was können technische Assistenzsysteme leisten, um ein möglichst selbstständiges und langes Leben in der eigenen Wohnung zu gewährleisten. Der Name Cogni Home steht für so etwas wie die verständige Wohnung. Unser Ziel ist eine Wohnung, die mitdenkt und die dadurch eben Dienste, Bequemlichkeiten, Komforteigenschaften zeigen kann, die normale Wohnungen, die nur über Automatisierung bestenfalls verfügen, einfach nicht bieten können. Hier stellen sich denn zum Beispiel Fragen, wie barrierefrei sind solche Systeme? Können die also auch genutzt werden von Menschen mit Behinderung, Senioren und Senioren? Wie sicher sind diese Systeme und wie erschwinglich sind die? Wir wollen, dass die Wohnung nicht nach starren Mustern Unterstützungs- und Assistierfunktionen anbietet, sondern dass sie sich auf die Bewohner individuell einstellt, dass sie auch über Wahrnehmungsfunktionen verfügt, dass sie weiß, wer vor ihr steht, dass sie dann individuell für die Kinder des Hauses, für die Erwachsenen des Hauses entsprechend auch aus der Kenntnis, was esse ich beispielsweise gern oder was ist mein Fitnesszustand, dann ganz zielgenaue Vorschläge und Funktionen anbieten kann. Wir unterstützen Menschen mit Beeinträchtigungen, also Menschen mit Behinderungen oder Seniorinnen und Senioren, an der Entwicklung und Erprobung dieser Systeme mitzuwirken. Um so eine Wohnung mitdenken zu machen, muss man ganz viele Bereiche in Blick nehmen, miteinander vernetzen. Das fängt an, dass die Wohnung ihre Bewohner kennen können sollte. Das heißt, die Wohnung muss in der Lage sein, zu sehen, wer beispielsweise vor dem Herd steht, wer zur Tür hereinkommt. Der Garderobenspiegel, der kann dann auch schon das Wetter der nächsten Stunden wissen, meinen Terminkalender kennen und aus der Kombination der beiden Informationen vielleicht nochmal einen Check machen, ob ich schon das optimale Jackett anhabe oder ob ich vielleicht noch den Regenmantel dazu nehmen sollte. Der Herd muss viele Funktionalitäten haben, die mit Kochkomfort und Mitdenken beim Kochen zusammenhängen. Ich starte den Timer und sage dir in 20 Sekunden Bescheid. Versuchen Sie doch mal eine Acht zu rühren. So werden die Zutaten optimal gemischt. Ein persönlicher Fitnesscoach muss in der Lage sein, eben personalisierte Fitnessprogramme für die Bewohner vorzuschlagen und durchzuführen. Bitte hebe den Arm weiter hoch. Bitte hebe den Arm weiter hoch. Bitte senke den Arm etwas. Bitte strecke den Arm ganz. Mit technischen Assistenzsystemen verbinden sich viele, zum Teil auch kontroverse Fragen. Solche Systeme sind immer mit möglichem Nutzen, aber auch mit möglichen Risiken verbunden. Wenn ich vielleicht eines Tages dement bin, dann will ich vielleicht auch auf die Straße rennen zu einer Nachtzeit und im Schlafanzug, wenn das nicht gerade gut passen würde, dann kann der Spiegel auch das erkennen und kann vielleicht, wenn das entsprechend vorkonfiguriert ist, jemanden benachrichtigen oder auch die Tür mit ins Spiel bringen, wenn das gewünscht ist, dass dann auf diese Art und Weise eine Sicherheitsfunktion für mich implementiert ist. Alle solche Möglichkeiten sind vorhanden und das zeigt auch, dass man da dann auch ethische Fragestellungen berührt. Solche Fragen sind zum Beispiel, wie sicher sind eigentlich diese Systeme? Was passiert, wenn sie nicht funktionieren? Wer ist dann eigentlich haftbar zu machen? Eine andere Frage ist, wie steht es eigentlich mit dem Datenschutz? Fördern diese Technologien wirklich die Lebensqualität und die Teilhabe der Nutzerinnen und Nutzer? Oder führen sie am Ende nur zu Kostensenkungen oder zu technischen Optimierungen? Unser Ziel als Betel ist definitiv nicht die Kostenreduzierung. Am Ende wären wir froh, wenn bei der Nutzung dieser Systeme herauskommen würde, dass Mitarbeitende mehr Zeit haben für persönliche und menschliche Zuwendung. Die Wohnung muss ein Spektrum vereinen von Kenntnis über ihre Bewohner, über Vernetzung, über technische Infrastruktur,
bis hin dann eben auch zu Fähigkeiten wie Sicherheitsfunktionen, Vorausdenken. Und all das ist nur zu schaffen, wenn man viele Partner hat, die in diesen einzelnen Bereichen dann ausgewiesene Kompetenz haben.